Hallo zusammen, schönen Gruß aus dem Karlstal in der Nähe von Karlsruhe. Unter mir fließt die Moosalbe. Die schlängelt sich hier so durch das Tal durch. Es gibt ganz viele kleine Holzbrücken, viele Baumstämme, die im Wasser liegen, viele Blätter, die im Wasser liegen und so weiter. Wirklich ein Paradies für Fotografen, die sich für Wasserfotografie interessieren. Und darum geht's. Tipps und Tricks zum Fotografieren von Bächen, nicht nur im Herbst, aber natürlich jetzt gerade auch im Herbst. Ich habe dabei ein Weitwinkelobjektiv und einen Zoom. Also ich habe dabei eigentlich 14 bis 70 mm, weil ich kenne den Ort nicht, ich wusste nicht, was mich erwartet. Und dann bin ich flexibel. Häufig nutze ich bei sowas Weitwinkel so 20 mm. Aber manchmal hat man halt auch so Stellen, wo einfach mal ein bisschen reingezoomt werden muss. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist es wieder so ein Ort, wo ich mich gar nicht richtig entscheiden kann, was ich machen soll. Was ich da gerne mache, ist tatsächlich hier einmal erstmal durchlaufen, das Handy in der Hand, so ein paar Testshots machen, so ein bisschen Bildkomposition gucken. Und das Besondere hier ist meiner Meinung nach das Herbstlaub natürlich. Und diese schlängelnde Form, weil es wirklich, hier ist nichts gerade. Und das versuche ich nachher auf dem Foto so ein bisschen reinzufangen, dass ich vielleicht irgendwo führende Linien habe, dass der Bach so eine schöne Kurve macht oder sowas. Und dass ich dann trotzdem noch, und das ist die Schwierigkeit, ein interessantes Vordergrundelement habe, dass da ein markanter Stein im Wasser ist, ein Farn oder Äste oder wie auch immer. Danach halte ich so ein bisschen Ausschau, während ich hier durchlaufe und gucke und mir einfach mal ein Bild mache. Ich würde sagen, ich nehme dich mal mit, wir schauen uns hier mal um, komm mit. So, hier haben wir jetzt so mehrere Stufen, wo das Wasser runterläuft und ich habe auf der linken Seite so einen Holzstamm, der da reinläuft, auf der rechten Seite mehrere Steine, die das Ganze so ein bisschen eingrenzen, so Begrenzung auf links und rechts. Und dadurch ergibt sich hoffentlich ein harmonisches Bild. Auf dem Handy sah das so okayisch aus, aber ich habe das Gefühl, wenn ich ein bisschen mehr reinzoome, das ist jetzt was, wo ich tatsächlich 50, 60, 70 mm wahrscheinlich nehmen werde, Langzeitbelichtung mit dem Filter machen werde und versuchen werde, so nah wie möglich an das Wasser ranzukommen. Bei dem aktuellen Wasserstand komme ich nicht dahin, wo ich gerne würde, weil ich keine Gummistiefel dabei habe. Aber ich schaue mal, dass ich das Beste daraus machen kann, das Stativ ins Wasser stellen und einfach mal ausprobieren in dem Fall. Jetzt habe ich die Kamera ins Wasser gestellt, versucht einen Blickwinkel zu finden, der den Blick so ein bisschen da durchlenkt. Schwierigkeit ist ein wenig, dass dahinter eine Holzbank steht und die will ich eigentlich nicht drin haben. Es soll ja nach Natur aussehen und nicht nach Park. Da komme ich aber nicht ganz rum, weil der schöne Blickwinkel ist halt der, wo die Bank drauf ist. Das ist so ein bisschen so, Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen dichter zu kommen, weil wenn ich dichter rangehe, ich bin jetzt auf 60 mm, wenn ich dichter rangehe, dann habe ich halt noch mal wieder einen anderen Blickwinkel. Ich versuche immer noch die Steine und das Holzstück als Begrenzung zu nehmen und dann diese Kurve, die das Wasser da macht, die schön ins Bild reinzunehmen. Und ich bin wieder zu gierig wahrscheinlich, da hängt so ein bisschen Farn runter, das hätte ich auch gerne mit drin. Und das ist ganz typisch, solche Situationen, ich sehe den Farn will ich drin haben, den Stein will ich drin, das Holz will ich drin haben, die Kurve will ich drin haben, das ist zu viel. Wahrscheinlich muss ich mich ein bisschen entscheiden und sagen, Farn kommt weg oder Holz kommt weg oder so, um dann meine Bildkomposition zu finden.
zur Ausrüstung. Ich habe jetzt die Nikon Z7 mit dem 2470 drauf. Ich bin auf Blende 9 bei ISO 64 und habe einen ND8-Filter und einen Polfilter drauf, wobei der Polfilter bei dem Licht jetzt nicht so riesig viel bringt. Aber vor allem halt ein ND8-Filter, 16, sowas in der Richtung, damit ich so ein paar Sekunden belichte, aber auch noch ganz normal alles sehen kann und so weiter. Ich muss jetzt hier nicht 3 Minuten belichten, das bringt keinen Mehrwert. So, jetzt habe ich ein paar Bilder gemacht. Ich bin schon ganz zufrieden, so noch nicht best of, aber schon ganz nett. Jetzt gehe ich mal erstmal weiter, gucke, was hier noch so kommt, damit ich ein Gefühl kriege, ob es noch einen besseren Spot gibt oder ob das der Top-Spot ist. Dann würde ich nochmal herkommen und sonst gucke ich, ob ich halt was Besseres finde. So, hier haben wir gar kein Querfoto. Eins muss ich noch quer machen. Und dann habe ich auch die Nase voll. Ja. Nee, es ist schon wirklich ein Hochpunkt. So, wir haben ein paar Fotos gemacht. Vielleicht noch 1, 2, 3 Abschlusstipps. Zum einen, Stativ natürlich mitbringen, dass du dich auch traust, ins Wasser zu stellen. Wenn es irgendwie geht, ein Filter mitnehmen, Graufilter und Polfilter wäre schon gut. Ich habe jetzt hier doch überraschend viel mit Polfilter gemacht, was ich am Anfang gar nicht gedacht habe, aber mit Polfilter ist wirklich viel schöner. Der Polfilter erlaubt halt, dass das Wasser durchsichtig wird, dass Reflexionen sich ändern. Das muss man immer mal ausprobieren. Manchmal ist es schön, dass es reflektiert, weil man vielleicht irgendwelche Reflexionen hat von dem Laub oder so. Und manchmal will ich halt besonders zeigen, wie klar das Wasser ist. Also es hat je nach Situation, mal so, ausprobieren. Und dann Bildkomposition vielleicht noch. Ich gucke halt hier nach führenden Linien mit dem ganzen geschlängelten Wasser. Ich gucke nach interessanten Vordergrundelementen, Stein oder so weiter. Der Sebastian hinter der Kamera hat das sehr schön gesehen, hat so einen herzförmigen Stein gefunden. Und das ist natürlich dankbar, weil das so ein Blickfang ist. Herz, so Muster, Herzen erkennt man sofort. Nicht nur für die Freundin, sondern halt auch für einfach ein schönes Foto. Und dann haben wir hier hinter Sebastian jetzt den Pavillon. Dafür ist die Schlucht hier bekannt für den Pavillon. Ist aktuell, finde ich, nicht so super schön. Es gibt ganz schöne Bilder von da, wenn die Sonne ein bisschen reinscheint. Das war angekündigt, ein Mix aus Sonne und Wolken. Wir haben nur die Wolken bekommen, keine Sonne. Von so her fehlt so ein bisschen das Licht. Nichtsdestotrotz, man kann es so ausprobieren. Es liegt sehr viel Holz hier drinnen. Und je nachdem, Wasserstand und wie es gestürmt hat und so weiter, kann das natürlich auch sehr schön kommen. Jetzt aktuell ist es so, ich habe das Gefühl, der Stein war nachher schöner als der Pavillon, obwohl es ganz schlecht auch nicht ist mit dem Holz hier drinnen. Kann man mal gucken. Auf jeden Fall herkommen, auf jeden Fall die Familie mitbringen. Ich sehe hier ganz viele Familien mit Kindern rumlaufen. Die Kinder haben hier einen Riesenspaß. Und vor allem im Sommer wahrscheinlich Gummistiefel mitbringen. Die haben mir jetzt wirklich gefehlt. Ich habe nasse Füße langsam. Und viel Zeit mitbringen, weil hier kann man sich so richtig austoben. Ich hoffe, das war interessant. Viel Spaß bei deiner Wasserfotografie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.